Annika Zelms, geboren 29.08.1991 in Castrop-Rauxel, wohnhaft in Bochum, ledig Schülerin. Aus Rache dafür, dass sich Markus Frohmann bei der Leiterin des Heims für schwer erziehbare Jugendliche in Bochum über die Angeklagte beschwert hatte, verschaffte sich die Angeklagte am Abend des 27. Januar 2009 gegen 20.30 Uhr Zugang zu dessen Kiosk, in dem sie eine Fensterscheibe einschlug. Bevor sie mit 5 Zigarettenstangen, 3 Flaschen Wodka und 2 Vorratsdosen mit Fruchtgummi flüchtete, zündete sie im Lagerraum noch mehrere Zeitschriften an. Das Feuer griff schnell auf Inventar, Wände und Boden über. Denise Frohmann und deren Freund Kevin Göritz, die sie von der Angeklagten unerkannt im Keller des Kiosks aufhielten, bemerkten den Brand erst spät, sodass es nur dem geistesgegenwärtigen Verhalten des jungen Mannes zu verdanken ist, dass sich beide noch ins Freie retten konnten. Wie die Angeklagte hätte vorhersehen und vermeiden können, erlitten beide eine Rauchvergiftung und Kevin Göritz zusätzliche Verbrennungen zweiten und dritten Grades an beiden Unterarmen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 42.000 Euro. Die Angeklagte wird somit der Brandstiftung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in 2 Fällen und mit Diebstahl in einem besonders schweren Fall beschuldigt, strafbar gemäß § 229. Annika, nachdem Sie 17 Jahre alt sind, nehme ich an, es ist in Ordnung, wenn ich Sie mit dem Vornamen anspreche. Ja. Also, die Anklage haben Sie jetzt gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Ja, ja. Mann, ich bin bei dem Frohmann nicht eingebrochen und seinen Scheiß-Kiosk habe ich auch nicht abgefackelt. Mhm. Aber Sie grinsen dabei. Finden Sie es denn lustig, dass der Kiosk abgebrannt ist, oder was? Oh, wenn ich ehrlich bin, ja. Ich meine, dem Frohmann geschieht das so recht, dass sein Scheiß-Kiosk jetzt im Arsch ist. Entschuldigung, aber bei dem Brand, da wären beinahe 2 junge Menschen ums Leben gekommen, hm? Für die tut's mir leid, aber für den Frohmann nicht. So assi, wie der gegen uns Jugendheim-Leute war. Assi! Das Einzige, was mehr assi bist, das bist du doch! Ja, Markus Frohmann hat sich bloß darum gekümmert. Wer sind Sie denn da hinten? Wir gehören zusammen zu Markus Frohmann. Wir haben zusammen gegen diese Heimeröffnung protestiert, aber es hat leider nichts genutzt. Ja, aber hier ist nicht der Platz, um zu protestieren, ja? Sie können sich die Verhandlung hier anschauen, aber bitte den Mund halten. Damit es gleich geklärt ist, ja? Gut. Ja, Sie sehen ja, das sind die Freunde vom Herrn Frohmann. Und der Frohmann, der war ja Anführer. Und die haben überall so eine Flyer verteilt, im ganzen Viertel. Das Heim muss weg. Die haben so einen Schaden. Markus Frohmann hat eine regelrechte Hetzkampagne gegen das Jugendheim geführt. Und deswegen haben auch viele Jugendliche einen Groll gegen ihn gehegt. Ja, ja, ich kann ihn so viele Leute nennen, die gerne seinen Kiosk abgefackelt hätten und ihn gleich mit dazu. Gut, aber im Gegensatz zu allen Heimbewohnern, Annika, hatten Sie das stärkste Motiv, mit Abstand das stärkste Motiv. Hä? Wieso das denn? Das kann ich Ihnen gerne sagen. Dieses Heim für schwer erziehbare Jugendliche hat ja im November 2008 eröffnet. Gleich am ersten Tag haben Sie sich angelegt mit dem Kioskbesitzer, mit dem Herrn Frohmann. Warum? Weil er Ihnen keinen hochprozentigen Alkohol geben wollte. Warum nicht? Weil Sie noch minderjährig sind. Und von da an gab es dann ständig Streit. Hat sich immer mehr hochgeschaukelt und richtig eskaliert ist es dann einige Stunden vor der Tat am 27. Januar. Da haben Sie ihm angedroht, dass Sie sich an ihm rächen werden, nachdem Sie länger schon erfahren hatten, dass er Sie bei der Heimleitung verpetzt hatte. Das habe ich nie gemacht. Stimmt's denn, dass der Herr Frohmann sich bei der Heimleitung über Sie beschwert hat? Ja, das stimmt schon. Und es stimmt auch, dass wir uns nicht abkönnen. Aber wir haben uns jetzt auch nicht die Köpfe eingeschlagen oder so. Ich meine, der Frohmann, der hasst mich einfach. Und es war von vornherein klar, dass natürlich ich seinen Kiosk angezündet habe. Fangen wir doch mal anders an. Wo waren Sie denn zur Tatzeit? Also, ich war ab 7 die ganze Zeit mit meiner besten Freundin Michelle im Schuppen. Da hängen wir öfter mal ab, wenn wir unsere Ruhe haben wollen. Und wo befindet sich der Schuppen? Oh, der ist so 10 Minuten vom Heim und vom Kiosk entfernt. An so einem kleinen Feldweg. Und bei der Januarkälte waren Sie da so lange? Boah, ja, besser als im scheiß Heim rumzugammeln? Ja, oder in dem Bushäuschen, wo Sie aber tatsächlich waren. Denn die Frau Frohmann, die Denise Frohmann, die Tochter von dem Kioskbesitzer, die hat Sie ja einige Minuten vor der Tat in just diesem Bushäuschen gesehen. Ach, das stimmt doch gar nicht. Die lügt doch. Die will mich nur in die Scheiße reiten. Aber von Ihnen wurden an dem Fenster, das eingeschlagen wurde und über das letzten Endes in den Lagerraum des Kiosks eingestiegen wurde, Spuren gefunden. Hä? Ich war noch nie bei diesem Fenster. Sie waren bei diesem Fenster und Ihre Alibi-Zeugin, die Michelle, die 13-jährige Michelle, die ganz genau weiß, dass sie nicht strafmündig ist, die ist kein Pfifferling wert, ne? Die lügt hier für Sie und ich frage mich eher, ob die nicht sogar dabei war bei der Tat. Michelle und ich haben doch gar nichts getan. Herr Staatsanwalt, Sie haben vorhin von Herrn Frohmanns Tochter Denise gesprochen. Als das Feuer ausgebrochen ist, hat sich Denise zusammen mit ihrem Freund Kevin Göritz im Keller, der sich unter dem Kiosk befindet, aufgehalten. Die beiden haben sich da zu einem romantischen Stelldich eingetroffen. Genau. Und ich hätte den Kiosk nie angezündet, wenn da noch Menschen drin gewesen wären. Ich will doch keinen umbringen. Ja, nur das spielt keine Rolle, weil Sie ja im Augenblick der Tat gedacht haben, das Gebäude sei leer. Haben Sie sich vielleicht mal drüber nachgedacht, dass es vielleicht jemand auf die 2 Turteltauben abgesehen hat? Haben Sie da einen konkreten Verdacht? Keine Ahnung. Vielleicht irgendein Ex von Denise, der eifersüchtig war oder so? Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass die beiden bei ihrem Romantikabend versehentlich mit den Kerzen den Kiosk selber angezündet haben. Und jetzt wollen sie alles vertuschen, damit der Vater von Denise die Versicherungssumme kassieren kann.
Gut, zwei Punkte, Frau Verteidigerin. Erstens, das Feuer wurde im Lagerraum gelegt, nicht in dem Büro, in dem Sie die beiden aufgehalten hatten. Zweitens, die beiden, also Denise und Kevin, haben sich gerade noch in letzter Sekunde aus den Flammen überhaupt retten können. Das spricht dagegen. Und feststeht jedenfalls, dass im Schuppen später Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten gefunden wurden. In den Schuppen kann aber jeder. Ich bin nicht die Einzige, die da im Schuppen rumchillt. Ich meine, da sind doch mehrere Leute. Da hätte jeder die Sachen reinpacken können. Hat noch jemand Fragen an die Angeklagte? Dann nehmen Sie bei Ihrer Verteidigerin Platz. Kevin Goertz, bitte schön, wir treten in die Beweisaufnahme ein. Ja, nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Ich nehme mal an, auch bei Ihnen ist in Ordnung, wenn ich Sie mit dem Vornamen anspreche, nachdem Sie ja 17 Jahre alt sind. Kevin, Sie müssen ja die Wahrheit sagen, das ist klar. Wenn Sie was Falsches sagen, würden Sie sich strafbar machen. Sie können auf einzelne Fragen die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten könnten. 55 StPO. Klar, soweit? Ja. Sie heißen Kevin Goertz, 17 Jahre alt, wohnen in Bochum. Sie sind ledig, Schüler, Verwandte oder Verschwäger mit der Angeklagten? Nee, aber ich wohne leider immer noch mit der zusammen im Jugendheim. Boah, hast du ein Problem oder was? So, jetzt halten Sie sich mal zurück. Hallo, geht schon los. Also, angeklagt und vorgeworfen, am 27. Januar in den Kiosk von dem Herrn Frohmann eingebrochen zu sein. Anschließend soll sie diese Sachen hier dort entwendet haben, also Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten. Und soll dann auch noch den ganzen Kiosk angezündet haben. Ja, wegen der Irren wären Denise und ich fast draufgegangen. Boah, komm mir nicht so blöd. Ich find's total krass, was euch passiert ist. Aber ich hab den Kiosk nicht angezündet. Ach komm, laber doch nicht. Du warst doch von Anfang an total pissig auf den Frohmann. Kevin, haben Sie denn was von den Streitigkeiten zwischen der Angeklagten und dem Herrn Frohmann mitbekommen? Ja, ach, die haben sich dauernd gezofft. Weil der Frohmann nicht wollte, dass Annika im oder vor dem Kiosk abhängt. Der kann es aus dem Heim alle nicht leiden. Er denkt, dass wir alle so assi sind wie die. Ach komm, du bist auch nicht besser. So, kennst du einen Assi? Kennst du alle? Hallo, jetzt halten Sie sich mal endgültig zurück da hinten. Tja. Leider denkt Herr Frohmann genau wie die da hinten. Für den sind wir alle gleich. Ist das auch der Grund, warum Sie sich heimlich mit seiner Tochter da im Keller getroffen haben? Ja, der Herr Frohmann, der hat sich das nie erlaubt und Denise bestimmt voll den Stress gemacht. Und dass wir zusammen sind, das ist erst beim Brand rausgekommen. Das heißt, den Herrn Frohmann sind Sie aus dem Weg gegangen? Ja, genau. Was die Angeklagte ja ganz anders gemacht hat. Ja, genau. Die hat von Anfang an Streit mit ihm gesucht. Die hat nicht auf ihn gehört. Deshalb ist sie auch mehrmals täglich aus dem Kiosk rausgeflogen. Sie und Michelle. Nach dem, was Sie bei der Polizei ausgesagt haben, hat sich die Angeklagte auch mal im Heim über den Herrn Frohmann geäußert. Ja? Was ist denn da genau vorgefallen? Ja, das war so circa eine Woche vor dem Brand. Da saß ich beim Essen am Tisch neben Annika und Michelle. Und da hat die Annika zu Michelle gesagt, dass man es dem Frohmann eigentlich mal zeigen sollte, dass man seine ganze Bude abfackeln sollte. Dann hätte sie wenigstens ihre Ruhe vor dem. Hä, was? Das habe ich niemals gesagt. Ja, sicher doch. Später haben Sie Ihren Plan umgesetzt, Annika. Deswegen sitzen wir heute hier. Stimmt doch gar nicht. Jetzt kommen wir auch mal zum Tatabend. Erzählen Sie doch mal, wie war denn das? So ganz der Reihe nach am besten. Ja, also an den Abend haben Denise und ich uns wieder im Kiosk getroffen. Das haben wir öfter so gemacht, damit niemand was von uns mitbekommt. Und so kurz nach 8 bin ich zur Hintertür des Kiosks gekommen. Vielleicht können Sie uns mal an der Skizze zeigen, von wo aus Sie genau zum Kiosk gegangen sind. Ja, klar. Also ich bin hier von der Gasse hier gekommen, von der Hinterseite da, zur Sicherheit, damit man mich nicht sieht, weil vom Haus der Frohmanns kann man ja direkt auf die Vorderseite des Kiosks gucken. Das heißt aber auch, dass Sie selber gar nicht gesehen haben, ob meine Mandantin kurz vor der Tat noch im Bushäuschen vor dem Kiosk war. Nee, aber Denise hat die Annika da gesehen. Deine Denise lügt! Ach Quatsch, du lügst! Also Sie können sich widersetzen, Kevin. Wie ging's denn dann weiter? Ich habe angeklopft und Denise hat mich reingelassen und dann halt wieder zugemacht. Und ihr Vater hat hinterm Kiosk so einen kleinen Lagerraum. Und von da aus geht so eine Treppe runter zu so einem Büro. Und da sind wir dann zusammen runtergegangen. Wusste außer Ihnen beiden denn sonst noch irgendjemand, dass Sie sich da treffen? Nein. Und das spricht dann gegen Ihre Theorie, Frau Verteidigerin, dass der Anschlag auch den beiden hier gegolten haben könnte. Jemand könnte die beiden ja beobachtet haben. Glauben Sie ernsthaft, dass uns jemand umbringen wollte? Das könnte doch zumindest sein. Vielleicht wollte auch einfach nur jemand Ihr Date stören. Haben Sie denn irgendwelche Geräusche von oben gehört? Nee, der alte Keller, der ist ziemlich gut isoliert. Hört man von oben überhaupt gar nichts. Und wann haben Sie dann mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt? Ja, also wir waren so circa eine halbe Stunde da unten und dann kam auf einmal Rauch unterm Türspalt durch und ja, wir hatten total Panik und total Schiss und wir wollten die Tür erst gar nicht aufmachen. Hat das Büro denn keine Fenster, über die Sie hätten fliehen können? Nee, das ist wirklich so ein ganz alter Kellerraum, ohne Fenster und sowas. Wir mussten also zur Tür raus und naja, wir hatten nicht viel an, weil wir vorher, naja, gekuschelt haben. Ja, also ich habe Denise dann meine Jacke angezogen und mir meine Unterziehjacke und dann haben wir die Tür aufgemacht und dann war überall nur noch Rauch und dann habe ich nicht mehr nachgedacht. Dann habe ich Denise auf die Arme genommen und
bin mit ihr durch den Rauch und die Flammen raus auf die Straße. Ja. Laut Brandgutachten, das bei der Gelegenheit zur Verlesung kommt, ist der Kiosk samt Lagerraum und Kellerbüro völlig ausgebrannt. Es entstand ein Sachschaden von 42.000 Euro. Der Brand brach an drei verschiedenen Stellen im Lagerraum aus. Da man dort Reste von alten Zeitungen gefunden hat, die aus einem und demselben Stapel stammten, wird davon ausgegangen, dass die Zeitungen angezündet und dann im Raum verteilt worden sind. Und dann habe ich noch das medizinische Gutachten. Man sieht ja auch ihre Verletzungen hier. Kommt auch zur Verlesung. Der Patient Kevin Göritz erlitt neben einer Rauchvergiftung Verbrennungen zweiten und dritten Grades an beiden Händen und Unterarmen. Ja, wegen der Irren muss ich jetzt mein Leben lang mit diesen scheiß Narben hier rumlaufen. Boah, ich war das nicht, verstehst du's nicht? Und selbst wenn ich den Kiosk angezündet hätte, hätte ich doch nicht wissen können, dass ihr da unten rummacht. Ach, hast du damit ein Problem oder was? Boah, mir ist das so scheißegal, mit wem du zusammen bist. Lassen Sie das doch bitte beide wieder, ja? Haben Sie denn die Angeklagte gesehen, als Sie da auf die Straße nach draußen gerannt sind? Ja, die stand mit Michelle und so ein paar anderen Leuten direkt vom Kiosk auf der Straße. Ja, Michelle und ich, wir haben das Feuer vom Schuppen aus gesehen und wir dachten, das Heim brennt, deswegen sind wir ganz schnell zum Kiosk gelaufen. Wie hat sie denn reagiert, als sie sie da gesehen hat? Ja, ach, die hat erst so doof durch die Gegend gegrinst, ja, bis sie dann Denise und mich gesehen hat, da ist ihr doofes Grinsen echt vergangen. Komm schon, Denise, du denkst jetzt schon seit 2 Tagen darüber nach, jetzt rede doch endlich mit deinem Vater. Ach, ich weiß nicht. Doch, Steffi. Komm, wir machen das jetzt zusammen. Hey, hallo ihr beiden, da seid ihr ja. Hallo, Herr Frohmann. Hi. Hallo, Papa. Ich muss unbedingt mit dir reden, weil... Ja, komm, erzähl. Wo ist das Problem? Ja, seit vorgestern gibt's was, was mich bedrückt und ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wichtig ist, aber... Schatz, komm. Nun raus mit der Sprache. Der Zeuge Markus Frohmann, also bitte. Oh, shit timing. Ich muss da erst mal rein. Wir reden nachher weiter, okay? Okay. Ach Mensch, Steffi, was soll ich denn jetzt machen? Du sagst es ihm drin, wenn du dran bist. Spinnst du? Wir sind für dich da. Jetzt wenn Sie jetzt mal auf, wenn Sie noch einmal stören und was dazwischen rufen, dann schmeiß ich sie alle drei raus. Sorry. Ist das angekommen? Und Sie nehmen bitte schön Platz, Herr Frohmann. Als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Zu Ihrem Personal. Sie heißen Markus Frohmann, 46 Jahre alt. Sie wohnen in Bochum. Sie sind geschieden, Inhaber und Betreiber eines Kiosk. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Nee, mit der habe ich erst seit letzten Herbst das Vergnügen. Wir wollen heute erklären, ob die Angeklagte am 27. Januar diesen Jahres in ihren Kiosk eingebrochen ist, dort Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten entwendet hat und ob sie dann später auch noch den Kiosk angezündet hat. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ich habe gewusst, dass sowas passiert. Ja? Schon als es hieß, dass dieses Heim hier bei uns in der Straße und genau gegenüber meinem Kiosk noch aufgemacht werden sollte, da war meinen Kollegen und mir schon klar, dass das böse enden wird. Meinen Kollegen, die ja auch alle Geschäfte hier in der Straße haben, und mir, uns war schon klar, dass wir unweigerlich Umsatzeinbußen haben werden. Und deswegen haben wir da eine Flugblattaktion gestartet und eine Unterschriftenaktion, aber leider ohne Erfolg. Und gab es denn Probleme? Hatten Sie Umsatzeinbußen? Ja, ich meine, bevor dieses Heim dort gebaut wurde, da stand ein kleines Motel, ein gut gehendes Motel. Ja, und die hatten Laufkundschaft, die ist auch bei mir reingekommen. Ja, aber... Dann kamen ja hier diese Assis. Ja? Also jetzt passen Sie mal auf, Herr Und da war es dann vorbei. Nein, Herr Frohmann, solche beleidigenden Äußerungen wie Assis, das lassen wir sein. Entschuldigung, Herr Richter, ja? Aber Sie müssen sich letztendlich auch nicht jeden Tag mit denen rumschlagen. Ja? Sie glauben ja gar nicht, was da abgeht. Da wird geprügelt, da wird geklaut, das ist doch... Naja, aber es ist nicht automatisch jeder, der in einem Heim wohnt, gleich ein Kleinkrimineller, oder? Ja, genau, Herr Frohmann. Wir sind nicht alle gleich. Es gibt solche und solche. Ich find's doch auch scheiße, was die Annika da gemacht hat. Ja, okay, das kann ja sein. Aber es gibt eben auch Kriminelle. So, und meine Laufkundschaft konnte das letztendlich nicht mehr auseinanderhalten. Ja? Wenn die Kids da bei mir vom Laden rumgelungert haben, die hatten ja Angst, dass sie überfallen werden. So, und die Kids, wenn die bei mir in den Laden gekommen sind, was ist denn passiert? Entweder sie haben geklaut oder sie haben geschnurrt. Aber der Umsatz, der war doch wohl gleich null. Ich denke aber nicht, dass Sie dafür allein die Heimbewohner verantwortlich machen können. Oh doch, das denke ich aber schon. Ja? Sie müssen nämlich wissen, vor meinem Kiosk ist ein stillgelegtes Bushäuschen. Und die Kids haben den lieben langen Tag nichts Besseres zu tun, als in diesem Bushäuschen rumzulungern. Ja? Da wird geraucht, gekifft, gesoffen. Ich weiß überhaupt nicht, wo die den Alkohol her haben. Aber wir haben doch gar keinem was getan. Von wegen! Von wegen! Und sie ist doch die Schlimmste von allen. Schon am ersten Tag kam sie zu mir und hat sich mit mir angelegt. Und warum? Weil ich hier keinen Alkohol verkaufen wollte. So sieht's doch aus. Ja, sie hätten auch nichts übertreiben müssen. Hallo, Entschuldigung, Annika, Sie sind minderjährig. Da ist es Ihnen gesetzlich verboten, Ihnen Alkohol zu verkaufen. Ja? Sonst riskiert er ja überhaupt sein Geschäft. Das war doch noch nicht alles. Ja? Letztendlich hat sie jeden Tag vor meinem Laden rumgelungert.
So, und wenn ich ihr gesagt habe, sie soll sich verpieseln, wissen Sie, was das Gehör gemacht hat? So stand sie vor mir, so! Die Michelle Heppner, war die bei diesen Vorfällen auch dabei? Ja, die beiden, die haben ja immer zusammengehockt. Die waren wie Zwillinge, ein Kopf und ein Arsch sozusagen. Entschuldigung, aber so ist es nun mal. War das dann letzten Endes auch der Grund, warum Sie sich bei der Heimleiterin beschwert haben? Ja, natürlich. Ja? Ich hatte die Faxen einfach dicke. So, und dann habe ich Sie und diese Michelle, die habe ich da angeschwärzt, das ist richtig. Ja. Die Heimleiterin hat dann ja die beiden zu 4 Wochen Putzdienst verdonnert, damit die nicht ständig an ihrem Kiosk rumlungern können. Und das, Annika, hat ihnen dann ja so gestunken, dass sie am Ende sich rächen wollten und das auch gegenüber dem Zeugen angedroht haben. Und dann kam sie zu der Tat, warum wir heute hier sitzen. Bullshit, ey. So war's doch. Ja? Du bist doch an dem Tag von der Tat noch bei mir reingekommen und hast gesagt, dass ich es bereuen werde. Hab ich gar nicht. Natürlich. Du bist bei mir in den Laden gekommen, hast hier dickfällig eine Zigarette angezündet, ja? Mir den Qualm ins Gesicht geblasen und mir gesagt, dass ich mich warm anziehen soll. Wenn ich den dummen Kiosk hätte anzünden wollen, hätte ich Ihnen das doch vorher nicht gesagt. Ich bin nur nicht blöd. Schauen Sie mal, in dem Schuppen, ja, in dem sich die Angeklagte zur Tatzeit mit Michelle Heppner aufgehalten haben will, da wurden 3 Flaschen Wodka gefunden, 5 Stangen Zigaretten und 2 so große Dosen mit Fruchtgummis. Erkennen Sie die Sachen wieder? Ja klar, die sind eindeutig aus meinem Lagerraum. Ja, woher wollen Sie das wissen? Das sind ganz normale Sachen, die bekommt man in jedem Laden. Radikale Nichtraucherinnen oder wie? Ja? Wenn Sie das nämlich nicht wären, dann wüssten Sie, dass da eine Stange dabei ist, die mehr als selten verkauft wird. Und diese habe ich kurz vorher erst geliefert bekommen. Die ist nämlich extra für einen Kunden, der nur diese Sorte raucht. Das kann ja sein, dass die Sachen im Frohmann gehören. Aber ich habe eben schon gesagt, dass jeder in den Schuppen kann. Das heißt, kann jeder die Sachen in den Schuppen versteckt haben. Und wie erklären Sie sich dann, dass an dieser Zigarettenstange Ihre Fingerabdrücke gefunden wurden? Keine Ahnung, vielleicht habe ich die irgendwann schon mal angefasst. Nee. Das kann schon mal gar nicht sein. Ja? Die Zigarettenstangen, die habe ich nämlich extra, damit sie nicht wieder gestohlen werden, extra 2 Meter hinterm Tresen gelagert. Und da kann sie nicht rangekommen sein. Mhm. Niemals. Ja? So langsam habe ich den Verdacht, Herr Frohmann, dass Sie sich das alles zurechtlegen, nur damit meine Mandantin hier belastet wird. Was ist los? Ja. Seien Sie doch mal ehrlich. Wegen diesem Brand hatten Sie doch nicht nur Nachteile. Sagen Sie mal, der Laden war mein Leben, ja? Und der ist innerhalb einer Nacht in Schutt und Asche gelegt worden. Wo bitteschön ist denn da mein Vorteil? Das kann ich Ihnen genau sagen. In dem hübschen Versicherungssümpchen, was Sie kassiert haben. Ja? Ja. Mann, gut, dass ich diese Versicherung hatte. Denn sonst wäre ich bei dieser Katastrophe jetzt auf der Strecke geblieben, oder? Und jetzt kommen wir mal auf den Punkt, Herr Frohmann. Sie haben von langer Hand geplant, dass der Kiosk brennen soll. Also da muss ich Sie jetzt belehren, 55 StPO. Sie müssen auf solche Fragen nicht antworten. Es könnte ja sein, dass ich dadurch selbst belaste. Brauche ich auch nicht. Sie haben doch vorhin selber gesagt, ja? Ein 1/2 Jahr vor dem Brand ist die Bushaltestelle verlegt worden. Und genau seit diesem Zeitpunkt, ist meine Vermutung, hatten Sie so starke Umsatzeinbußen, dass der Kiosk gar nicht mehr rentabel war. Richtig? Wissen, das war das so mit dem Umsatz. Hm? Natürlich ist es doch logisch, wenn so eine Buslinie eingestellt wird, ja, dass man dann auch gewisse Umsatzeinbußen hat. Sie hatten nicht nur Umsatzeinbußen, der Kiosk, der hat keinen Gewinn mehr abgeworfen. Und da haben Sie sich überlegt, so kann es ja nicht weitergehen. Was war denn Ihr Plan? Es musste ein neuer Kiosk an einem neuen Standort her. Und was heißt das? Das kostet Geld, dafür braucht man Startkapital. Und da wollten Sie ganz besonders clever sein und dachten sich, ja, das Startkapital, das besorge ich mir von der Versicherung. Schwachsinn. Ja? Geben Sie es doch zu, Ihren Kiosk hätten Sie doch niemals verkaufen können. Umsatz haben Sie keinen mehr gemacht. Ja? Also musste doch irgendwie das Geld von der Versicherung aufgetrieben werden. Und das geht nur, indem Sie eine Brandstiftung vortäuschen. Und damit es noch glaubwürdiger erscheint, sind Sie noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben hier sogar noch einen Einbruch vorgetäuscht. Und das vermeintliche Diebesgut haben Sie vorher in dem Schuppen deponiert, wo sich meine Mandantin öfters aufhält, damit Sie ihr alles in die Schuhe schieben können. Das ist meine Meinung, Herr Frohmann. Also, das ist doch wohl eine absolute Frechheit hier. Der Laden war mein Leben. Ja. So lange, wie die Bushaltestelle dort gewesen ist, war ja Ihr Leben. So, und jetzt mussten Sie die Konsequenz ziehen und einfach nur anfangen. Niemals! Niemals hätte ich hier irgendwo anders neu anfangen wollen. Wo waren Sie denn an dem 27. Januar, also gegen 20.30 Uhr, also als Ihr Kiosk da Feuer fing? Ja, in meiner Wohnung um die Ecke. Allein? Ja. Sagen Sie mal, was wollen Sie mir hier eigentlich unterstellen? Ha? Meine Tochter wäre beinahe ums Leben gekommen. Ja? Die hat einen Schock fürs Leben und ich kann froh sein. Ich kann wirklich froh sein, dass sie den Weg aus dem Keller überhaupt noch nach oben auf die Straße geschafft hat. Ja, da haben Sie vergessen, dass Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie selbst den Brand gelegt haben, gar nicht gewusst haben, dass sich Ihre Tochter Denise unten im Keller aufhält. Nein. Eben. Natürlich wusste ich nicht, dass sich meine Tochter im Keller aufhält. Mhm. Ja? Aber ich habe diesen verfluchten Brand auch nicht gelegt. Ja? Und wenn ich dieser Vogel sich da letztendlich an meine Tochter rangemacht hätte, dann wäre sie auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht im Keller gewesen. Das wollen wir schon mal festhalten hier. Herr Frohmann, wir haben uns auch immer nur im Keller getroffen, weil Sie was gegen mich haben, nur weil ich auch aus den Heimen komme.
Ja, richtig. Und wärt ihr alle nicht da, dann hätte mein Laden auch nicht gebrannt. Ja, Entschuldigung, Herr Vormann. Es ist doch immerhin Kevins Verdienst, dass Ihre Tochter da relativ unbeschadet aus dem Keller rausgekommen ist. Das müssen Sie auch mal sehen. Na, da fällt Ihnen nichts ein. Weitere Fragen noch? Keine. Dann bleiben Sie unvereidigt, nehmen bitte hinten Platz. Dankeschön. Dann sprechen wir jetzt mit Michelle Heppner. Nachdem es sich um ein 13-jähriges Kind handelt, werden alle Fragen über mich zu stellen.